Ja, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zum kleinen Quent the Witcher Card Game Informationsvideo. Mein das heißt natürlich. Und am 23.03., das war gestern, gab es das Positioning Update. Blöd gesagt, ja. Ich nehme das hier noch am Freitag auf, am 24. Und ihr werdet morgen am 25. zwei Quent-Episoden gesehen haben. Denn dieses Video werde ich definitiv nach den beiden Parts hochladen. Und dort habe ich noch das alte Layout und so gesehen das Quent vor dem Patch aufgenommen gehabt. Fun Fact dabei ist natürlich, dass ich am 24.03. das so um 9 Uhr, 10 Uhr aufgenommen habe, weil ich erwartet habe, dass das Update, also dieses neue Update jetzt, erst viel später kommt, so in 2-3 Tagen, so frühestens halt, ne? Und naja, dann habe ich jetzt auf Twitter geschaut und wir sehen hier ein Update, um sie alle zu positionieren. Das Positioning Update ist ab sofort verfügbar. Wir werden hier mal kurz durchgehen, werden uns das kurz durchlesen. Dann werde ich ein paar Sachen darüber euch erzählen, wie meine Meinung dazu ist. Und ja, let's go. Hallo zusammen, hinter uns liegt eine rasante Zeit. Erst waren wir auf der PAX East, dann haben wir das Turnier namens Quent Challenger geplant und angekündigt. Unser erstes offizielles Quent The Witcher Card Game Turnier. Und es wird bald noch mehr los sein. Denn soeben haben wir das neue Update veröffentlicht und erzählen euch an dieser Stelle einiges zu den Neuerungen, was wir außerdem so planen und was die Zukunft für Quent und seine Fans und Spiele bereithält. Was ist neu in Quent? Einer der Schwerpunkte ist die Einheitenpositionierung. Spieler können jetzt wählen, wo genau in der Reihe die nächste Karte gespielt werden soll. Das hat natürlich einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Interaktion der auf dem Schlachtfeld platzierten Karten. Wie man das hier schön sehen kann, er möchte die Orca-Healer spielen und dann hat man hier so ein Kärtchen, wo das gespielt werden könnte. Da kann man hin und her swipen im Endeffekt. Bis jetzt gab es nicht wirklich Wege, seinem Gegner und Herausforderer seine Meinung und Gedankengänge mitzuteilen. Das ändert sich mit dem neuen Verspottungssystem. Kürzere Sätze lassen sich per einfachen Klick auf den Avatar auswählen. Kennen wir von Hearthstone beispielsweise oder der Elder Scrolls Legends. Auch schön, dass das mal drin ist. Das neue Board hat nun eine Anzeige für den Spielverlauf. Damit kann man überprüfen, welche Karten bislang gespielt wurden, was im Laufe eines Matches natürlich hilfreich sein kann, da man die bereits zum Einsatz gekommenen Karten sieht. Und mit dieser Information kann man seine Gegner vielleicht übertrumpfen. Wir sagen, wie sagen sie immer so schön, Wissen ist Macht. Und wenn wir schon vom Spielplatz reden, wir haben es optisch überarbeitet und lesbarer gemacht. So kann man in der Hitze des Gefechts alles besser erkennen. So, dann lesen wir uns mal das, was als nächstes kommen soll. Das neue Update ändert zudem einige Karten und verbessert die Spielbalance und Gesamt blablabla. Den Changelog schauen wir uns nicht an. Wir reden erstmal nur über das Grobe, was neu beim Update ist. Die ganzen Changes finde ich gut. So ein Chatrad war längst überfällig. Das mit dem Positionieren ist cool, da muss man halt auch aufpassen mit den Buffs und so weiter und so fort. Und an sich ist das Update ziemlich nice gemacht, finde ich. Auch die Changes bei den Karten sind in Ordnung, denke ich mal. Aber jetzt möchte uns natürlich das wunderbare Quent-Team noch mitteilen, was sie als nächstes machen wollen. Was kommt bei Quent als nächstes? Das überarbeitete Brett und die Änderungen samt der neuen Positionierung sind der erste Schritt zu einer optischen Überarbeitung von Quent. Sowas passiert natürlich nicht einfach mal zwischendurch, sondern nach und nach im Rahmen der noch kommenden Updates. Um euch aber bereits einen Einblick von unseren Plänen zu verschaffen, wir reden dabei von neuen Zielanzeigen, der Hervorhebung von Karten, Bewegungsanimationen und Schatten und einzigartige Effekte für die Kartenfähigkeit. Natürlich kommen auch noch weitere animierte Premium-Karten. Wir verfolgen dabei das Ziel, irgendwann von jeder Karte auch eine Premium-Variante anbieten zu können. Dazu verstecken wir natürlich auch einige Easter Eggs im Spiel,
also immer gut die Augen offen halten. Zudem wollen wir auch in nicht ganz ferner Zukunft noch weitere Karten zu Quent hinzufügen, weitere Anpassungen vornehmen und die Starterdecks werden auch mal aufgefrischt. Die Kartenfähigkeiten und Beschreibungen erhalten auch eine Überarbeitung und sollten damit intuitiver werden. Ein großer Teil davon ist die Standardisierung von gewissen Kartenfunktionsweisen, nachdem diese gespielt würden, was das Spiel in diesem Bereich einfacher macht und die Fähigkeiten zuverlässiger priorisiert. Und natürlich möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns für eure sagenhafte Unterstützung rund um Quent zu bedanken. Eure Kommentare und Vorschläge sind über die Anpassung und Verbesserung des Spiels eine unfassbar große Hilfe und machen es dadurch zu einem besseren Erlebnis. Danke, euer Quent-Team. Man kann eigentlich sagen, das Update an sich ist ziemlich cool gemacht tatsächlich. Ich finde gerade das mit dem Positionieren finde ich nice, da nochmal ein bisschen mehr Spieltiefe reinkommt. Dieses wunderschöne Chat-Wheel, ja, oder Verspottungssystem finde ich auch ziemlich nice. Tatsächlich, es ist halt schon von Hearthstone eigentlich schon, naja, ein Muss für so ein Spiel, meiner Meinung nach. Und endlich ist es auch hier für Quent da. Sonst optisch ist es auch schön, und dass wir hier so eine Anzeige haben, was schon gespielt wurde, die man auch immer per Tastendruck hin und her schalten kann. Finde ich auch cool. Was haltet ihr von dem neuen Update? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt? Schreibt es in die Comments oder sonst wohin. Servus, haut rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.